Hallo und herzlich willkommen. Dies ist ein kleines Video dazu, wie man typische Aufgaben zum Thema Energie und Leistung in der Sekundarstufe 1 des Gymnasiums lösen kann. Okay, jetzt kann jeder dazu auch selber lesen, ich lese trotzdem nochmal kurz die Aufgabe vor. Ein Elektromotor, zum Beispiel in einer Wasserpumpe, hat 2000 Watt Leistung. Er läuft 8 Minuten lang. Welche Energie hat er umgesetzt? Um die Aufgabe lösen zu können, muss man zuerst den Zusammenhang zwischen Energie und Leistung kennen. Die Leistung beschreibt, wie viel Energie pro Zeiteinheit umgesetzt wird. Ich habe hier noch die Formelbuchstaben P, E und T für Power, Energy und Time ergänzt. Konkret, wenn eine Maschine mit 1 Watt Leistung arbeitet, dann setzt sie 1 Joule Energie in jeder Sekunde um. Sprich, 1 Watt Leistung ist 1 Joule pro Sekunde. Watt ist dabei die Einheit der Leistung und Joule die Einheit der Energie. Diese Formel kann man auch nach P oder nach T umstellen, je nachdem, was ich gerade suche. Die mathematischen Schritte erspare ich mir jetzt hier im Detail, sondern ich mache auf das beliebte Dreieck aufmerksam, mit dem man alle Formeln auf einmal erkennen kann. Hier ist es. Es stellt aus dem Ansatz Leistung P gleich Energie E geteilt durch Zeit T. Den horizontalen Strich kann man dabei als Bruchstrich begreifen und Brüche sind ja bekanntlich das gleiche wie Geteiltaufgaben. Möchte man hingegen die Zeit T ausrechnen, so ist nun der Bruch auf der linken Seite. Das heißt, Zeit T ist gleich Energie E geteilt durch Leistung P. Und es kann natürlich auch sein, dass die Energie gesucht ist. Hier stehen P und T nebeneinander und das bedeutet, dass sie multipliziert werden. Also Energie E gleich Leistung P mal Zeit T. So, dann wollen wir das doch mal anwenden. Schauen wir uns also die Frage A an. Oft wissen Schüler gerade anfangs nicht, wie sie an solche Aufgaben herangehen sollen. Hier kann das Gegeben-Gesucht-Schema helfen, die Gedanken zu sortieren. Dabei schreibe ich einfach erstmal auf, was in der Aufgabe gegeben ist und was ich suche. Das Schema muss man jetzt nicht machen. Das kann. Es ist als Hilfestellung gedacht. Also, gegeben sind hier die Leistung P gleich 2000 Watt und die Zeit T gleich 8 Minuten. Wenn wir mit Zeiten rechnen, müssen wir sie allerdings in der Physik in Sekunden angeben. 8 mal 60 sind 480, also sind das 480 Sekunden. Wenn ich möchte, kann ich noch hier mal 60 dran schreiben, dann weiß auch jeder, was ich gerechnet habe. Naja, okay, so dringend ist das wohl auch nicht nötig. Gesucht ist hingegen in der Aufgabe ganz eindeutig die Energie E. Ja, nun weiß ich, was ich haben will und kann dazu die passende Formel auswählen. Wie gerade notiert, ist die E gleich P mal T. Dann setze ich die Werte ein, also 2000 Watt mal 480 Sekunden und erhalte mit kurzem Taschenrechnereinsatz 960.000 Joule. Für die, die es mit Einheiten ein bisschen genauer wissen wollen, wie ich bereits sagte, 1 Watt ist 1 Joule pro Sekunde. Also steht da 2000 Joule pro Sekunde mal 480 Sekunden. Die Sekunden kürzen sich gegenseitig weg und es bleiben die Joule stehen. Voilà! 960.000 Joule kommen einem auch ziemlich viel vor. Aber 1 Joule ist nur sehr wenig Energie und daher entstehen oft leider sehr große Zahlen davor. So, aber das Gute ist, Teil A ist schon gelöst, schauen wir uns B an. Hier ist die Energie gegeben, 1800 kJ. Das kleine K steht dabei für Kilo und heißt nur 1000. Kennt ihr wahrscheinlich schon so, Kilometer oder Kilogramm. Das heißt, hier haben wir 1800 Kilojoule und das sind dann 1.800.000 Joule. Ich habe einfach nur 3 Nullen angehängt. Was suche ich nun? Da steht wie lange. Also suche ich die Zeit T. So, jetzt sehe ich oben in der Formel T gleich E durch P, die ich einfach mal abschreibe, weil das wohl der richtige Ansatz sein dürfte. Und denke, E kenne ich, aber was ist P? Oh, ja, okay, ist ja immer noch die gleiche Pumpe und die hat, wie oben angegeben, eine Leistung von 2000 Watt. Nun kann ich wieder einsetzen, 1.800.000 Joule geteilt durch 2000 Watt, gebe das kurz in den Taschenrechner ein und erhalte 900 Sekunden. Kurze Bemerkung zur Einheit,
Da Watt Joule durch Sekunde sind, kürzen sich die Joule weg und es bleibt 1 durch 1 durch Sekunde übrig. Ein Doppelbruch löst man auf, indem man mit dem Kehrwert multipliziert, sprich Sekunde bleibt über. Die Lösung 900 Sekunden ist physikalisch gesehen eigentlich schon komplett. Schön ist es aber nicht. Sag doch mal irgendjemand, lass die Pumpe bitte 900 Sekunden laufen. Da kommt keine Freude auf. Das brauchen wir anschaulicher. Rechnen wir also die Zeitangabe noch in Minuten um, indem wir durch 60 teilen. 900 Sekunden geteilt durch 60 Sekunden pro Minute ergibt 15 Minuten. Fertig. Ja, schon nochmal ein schönes Gefühl und können in die dritte Teilaufgabe gehen. Die Frage zeigt eindeutig, was gesucht ist. Die Leistung P. Dann müssen die anderen beiden Größen gegeben sein. Und die Zeit T steht da ja auch direkt. T ist gleich 5 Minuten und das sind mal lockerflockig im Kopf ausgerechnet 300 Sekunden. Für die Energie verweist der Aufgabentext auf Teil A. Und da hatten wir 960.000 Joule erhalten. Ich habe alles zusammen und kann loslegen. Die Leistung P ist gesucht. Die Formel ist P gleich E durch T. Ich setze ein 960.000 Joule geteilt durch 300 Sekunden. Oh, da kann ich sogar die beiden Nullen wegkürzen und brauche nicht mal einen Taschenrechner, um 9600 durch 3 zu teilen. Das Ergebnis ist 3200. Und die Einheit ist logischerweise Joule pro Sekunde, also Watt. Ja, und das ist es auch schon. Ihr seht, vor solchen Aufgaben muss man keine große Angst haben. Achtet am besten gleich von Anfang an darauf, auch gut alles aufzuschreiben, was ihr ausrechnen wollt, welche Formel ihr nehmt und welche Werte ihr einsetzt. Dann kann das jeder andere leicht nachvollziehen. Und wenn ihr dann auch noch an die Einheit im Ergebnis denkt, was soll dann noch schiefgehen? In diesem Sinne verabschiede ich mich. Viel Erfolg beim Lernen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.